Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Und ja, ich habe gerade mal wieder die Aufnahme gestartet, das ist wieder mal eine Weile her. Seit ich das letzte Mal hier aufgenommen habe und wir haben ja noch unsere mega schnelle Schaufel hier. Und ach so, die hat Glück, deswegen kommen da die ganze Zeit Samen raus aus den Gräsern. Und ich muss mal ganz kurz die Musik ausmachen. Auch wenn das eigentlich mal wieder cool wäre, wenn wir Ingame-Musik hätten, also die ganz normale. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so passt. Weil wir haben ja unsere eigene Playlist. Okay, ich würde sagen, wir können auch gleich mal anfangen hier. Ich werde jetzt die Folgen ein bisschen kürzer machen, die nächsten. Weil ich einfach jetzt nicht mehr so viel Zeit habe. Ich habe wieder viel später angefangen, als ich eigentlich wollte. Und deswegen müssen wir halt jetzt mal ein bisschen die Folgen kürzer machen. Ist auch besser so. Man kennt das ja, kürzere Folgen sind immer besser. Und deswegen werden die jetzt wahrscheinlich so 13 Minuten lang. Mal sehen. Ich weiß noch nicht. Schauen wir alles. Und die Sounds sind mir ein bisschen zu laut, ganz ehrlich. Da mache ich mal... Die mache ich mal auf 30%. Muss reichen. Nicht, dass ihr hier irgendwie Ohrenbluten kriegt. Und ja, dann bin ich wieder schuld, ne? Das wollen wir ja nicht. Und ich muss die Kisten ja unbedingt mal beschriften. Das mache ich gerade mal. Und zwar mache ich da einfach mal 6 Schilder. Hä, wieso kommt schon wieder Musik? Hört ihr das? Wieso kommt jetzt Musik? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, warum das jetzt kommt. Hier kommt Naturzeugs rein. Oder, warte mal, geht das besser, wenn ich... Ich glaube, das geht besser, wenn wir das Schild auf die andere Seite machen. Naturzeugs. So, was haben wir hier? Andesit und so. Andesit, etc. Und hier haben wir Erde, Schrägstrich Holz. Hier gibt es dann Rotstein, also hier die ganzen wertvollen Rohstoffe und so. Was ist das für Mucke, ey? Wer hat die hier drauf gemacht? Das war ich doch nicht, hä? Die Musik habe ich auch noch gar nicht gehört. Baumat. Materialien. Ah, das geht ab, ne? Fast so wie damals von Frauenarzt und Manimark. So. Also hier, das geht ab, wer es noch kennt, ne? Von damals. So. Ja gut, dann... Hier ist noch Kohle. Da will ich mal gucken. Haben wir jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen beschriftet, weil ich immer nicht durchblicke, was hier wo reinkommt. Die goldenen Äpfel brauchen wir auch noch, ne? Wegen Dings. Hier ist noch Trank der Schwäche. Da kann ich mal einen Dorfbewohner noch versuchen zu finden. Also hier so ein Zombie-Villager. So, warte. Obwohl die sich ja eigentlich mittlerweile auch ganz gut vermehren. Und hier haben wir schon einen Eisengolem. Also zurzeit sieht es doch ganz gut aus in unserem Dorf. Ja. Da kann ich ja noch mal ein bisschen was ernten kommen. Zack. Oh, das erinnert mich wieder an früher hier, das Lied, Das erinnert mich immer an die guten alten Sparks Challenge Zeiten. Da muss ich unbedingt mal eine Staffel 2 davon machen oder so. Aber ich habe ja damals immer ohne Ton aufgenommen, also ohne Mikro. Das fand ich auch immer so chillig, weißt du? Und nicht so wie hier. Hier musst du halt immer mit Mikro machen und ist ja eigentlich auch Standard. Aber weil ich damals nicht so viel Zeit hatte, deswegen habe ich das ohne Mikro gemacht. Ja, warte mal, nehme ich hier mal weg. So.
Na du. Ach. Wieso ist denn da hinten noch eine Spinne? Wann ist denn die gespawnt? Hä? Es wird doch gerade mal dunkel so ein bisschen. Die kann doch jetzt noch nicht gespawnt sein. Die muss es schon länger geben. Wo ist denn die jetzt hin? Hä? Keine Ahnung, vielleicht war es irgendein Bug. Was weiß ich. So, komm, wegen einem Sandblock verschwende ich doch keinen Inventarplatz dahin. Und... aber was Ordentliches zu essen haben wir nicht, nur das Brot hier. Ah, das wird ja auch schon wieder knapp. So, das sind aber jetzt richtige Spinnen, oder? Hm? Ich töte sie mal. Da werden wir es wissen. Oh, da. Da gucke ich auch noch mal hin. So mal eben. Bisschen Levelfarmen wieder. Wir brauchen es ja. Wir wollten ja mal einen Unterwassertempel erkunden. Das könnten wir heute eigentlich sogar mal machen. Oder in Angriff nehmen. Samen brauche ich nicht. Da habe ich genug. Und verrottetes Fleisch eh nicht. So. Und währenddessen können wir natürlich auch über das ein oder andere Thema reden. Es gibt ja ein Thema, das habe ich schon öfter mal erwähnt, wo ich mich noch nicht so richtig rantraue. Oh, hier guck mal, das ist der Zombie-Villager. Habe ich aber jetzt schon geschwächt durch meinen Schlag. So. Und zack. Da haben wir jetzt wieder einen, der zum Dorfbewohner wird. Der zittert jetzt auch wieder, oder? Ja, ein bisschen. Und den nehmen wir gerade mal mit. Ja, es gibt ein Thema, wo ich mich noch nicht so richtig rangetraut habe. Das will ich aber jetzt noch nicht zum Anfang ansprechen. Sondern halt das später. Ne? Wenn ich so ein bisschen im Redefluss bin oder was. Keine Ahnung. So, oh, Kacke. Da haben wir noch einen. Nein, 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 nein. Der ist schon geschwächt genug, der Typ hier. So, hat schon genug Meth zu sich genommen heute. Komm mal her. Och wie, jetzt willst du mir nicht erzählen, dass er nicht aus dem Wasser kommt, ey. So was Dämliches. So, komm. Oh, scheiße, scheiße, Alter. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ich töte mal hier die anderen. Die ganzen Eislachs hier. Komm, tot. Du auch. Und den da muss ich noch töten. Na komm. Ja, also wie gesagt, ich weiß noch nicht, so themenmäßig. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, aber... ja, ich habe einfach... weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir einfach eine Folge von Mr. Trashpack angeguckt. Und habe dann so ein bisschen... so ein bisschen was rausgeschrieben, worüber man vielleicht mal reden könnte, aber... naja, das war auch nur eine Notlösung. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht, dass der Eisengolem... nein! Hast du eine Macke, du? Arschloch. Aber hier haben wir noch einen. Ey! Nicht töten! Toll, haben wir das verschwendet. Naja, ich gehe noch ein bisschen Level farmen. Die vermehren sich ja auch größtenteils von alleine. Und es scheinen ja auch schon genug zu sein, damit ein Eisengolem spawnt. Also können wir die mal machen lassen. Tja. Zack. Du auch tot? Nein. So.
Stirb, Spinne. Mir fällt gerade ein Thema ein. Geil, das kann ich nächste Folge ansprechen. Jetzt lohnt sich nicht mehr. Ey. Stirb. So, aber es ist immer richtig chillig hier, so ein bisschen Singleplayer-Let's Play aufzunehmen irgendwie. Ey. Oh, geil. Er ist nicht hochgegangen, ey. Solche Kevins hier. So. Komm her, du. Und du auch. Steht einfach nur rum und merkt mich nicht. Okay, sehr schön. So mag ich das. Ey, nein, nein, nein. Scheiße. Ach, ja, ja. Die kann ich nicht einsammeln. Kann ich was wegwerfen? Ja, die Samen werfe ich weg. Nehme ich lieber Sand mit. So. Das ist die 5, genau. Kriegt man eh nicht wieder alles zu. Aber naja. So, du bist auch noch dran. Komm mal her. Und was ich mir auch überlegt habe, ne? Die eine Folge, wo ich Gronkh in den Titel geschrieben habe, wo es darum ging, die Leute, die zum Beispiel Minecraft hassen und Gronkh auch, habe ich dann nochmal einen Titel geschrieben. Und die hatte tatsächlich deutlich mehr Aufrufe als die anderen. Deswegen werde ich jetzt immer mal sowas machen. Weil ich einfach nicht zufrieden damit bin, wie wenig Aufrufe ich kriege. Ja, das wäre wirklich schön, wenn ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen würde, vor allem mit meinen vielen Abonnenten. Und da denke ich mal, ist das ein ganz guter Weg. Man muss das einfach machen. Sonst kriegt man nur 2, 3 Aufrufe und das ist immer scheiße, wisst ihr? Und dann sind da noch die ganzen Hater dabei, die ich ja auch schon leider habe. Es gibt immer so 2, 3 Leute, die immer Dislike geben auf jedes Video. Oder auf die meisten Videos halt. Und das finde ich natürlich dann auch scheiße. So, und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Fame sein will, sondern ich will einfach dafür, dass ich jetzt schon ein Jahr mit dabei bin oder noch länger, dafür will ich auch einfach mal so ein bisschen belohnt werden, in Anführungsstrichen. Damit, dass ich halt dann ein paar Aufrufe kriege, das wäre schon mal ganz geil. Weil, sonst ist es wirklich so, du sitzt hier, machst Let's Plays und es ist halt umsonst, wisst ihr, das guckt keiner. Das ist dann auch immer sehr demotivierend. Und deswegen ist das halt der einzige Ausweg. Versetzt euch einfach mal in die Lage, wenn ihr das nicht verstehen könnt. Ja. So. Und deswegen werde ich jetzt halt ein bisschen da mal drauf achten. So. Nein! Scheiße. Und es gibt ja einen, der macht, der hat's auch richtig gemacht, der schafft's auch. Ein YouTuber, der heißt Marvin Kova. Der hat schon geschafft, dass er 5000 Abonnenten gesammelt hat, nur durch Anfragen wie zum Beispiel, ja, ich abonniere dich, wenn du mich abonnierst oder so. Und ja, ich habe den auch abonniert, guck manchmal rein in sein Let's Play. Problem ist nur, dass der das total langweilig macht. Der redet ganz wenig und ja, macht 9-Minuten Folgen meistens. Richtig gefallen tut mir das auch nicht, aber Thumbnails sind schon mal sehr schön. Aber man muss halt auch ein bisschen Inhalt bieten, nicht nur hier Bild- und Tonqualität und Shader und bla bla bla, sondern muss halt auch ein bisschen von dem, was man erzählt, das muss auch einfach mal qualitativ ein bisschen besser sein, als nur, ja, er redet so ganz wenig in einer Folge. Stellt euch vor, so 10-Minuten Folge, gell, da redet er 5 Sätze vielleicht. Ja, so ganz schlimm ist es nicht, aber irgendwie, das sind immer so richtig lange Pausen dazwischen und dann nur so ganz kurz und knapp und, ah, ich weiß auch nicht. Ja, so richtig gefallen tut mir das ja nicht, aber, naja.